Disney Mobile. Okay, Freunde, wir müssen uns ja erstmal unser Alter bestätigen. Wir sind 99 Jahre alt und somit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Wo ist mein Wasser? Ihr, diese kleinen Krokodilfamilie, die kennt ihr wahrscheinlich. Wir müssen nicht mit Freunden spielen, weil wir haben keine Freunde. Ihr seid nur meine Freunde. Und legen einfach mal los. So. Okay, was ist das denn für eine Brühe, die da runtergesprüht wird? Wow, 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 wow. Aber wirklich, wo ist jetzt mein Wasser geblieben? Das würde mich mal interessieren. So, und damit herzlich willkommen eigentlich bei einem weiteren neuen Handy-Let's Play auf meinem Kanal. Ich spiele im Moment echt sehr, sehr viele Handy-Games und auch sehr, sehr viele verschiedene Handy-Games. Und wir kriegen erstmal schön Werbung reingeknallt, das kennt ihr ja, von den ganzen kostenlosen Games. Und jetzt lädt er erstmal nochmal. Das tut mir leid, wirklich. Dafür kann ich nichts. Am besten schneide ich das demnächst mal raus. So, grabe dich durch Berühren durch die Erde. Wir müssen irgendwie versuchen, unseren kleinen, süßen Krokodil hier wieder Wasser zu bringen. Hier oben regnet es rein in diese kleine Pfütze, beziehungsweise ist schon eine dicke Pfütze. Und am besten machen wir so, dass wir die schönen Entchen alle mitnehmen, ne? So, das sieht doch wunderbar aus. Gefällt mir, ja. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spiel auch gespielt habt und wie lange und wie weit ihr gekommen seid. Das würde mich mal interessieren. So, ein nächstes Level. Okay, das war das erste Level, Leute. Das war das erste Level, das hieß Neuer Anfang. Und jetzt spielen wir Tiefgräber, Entensause. Eieiei. Ich hoffe, dass nicht so viel Werbung kommt, aber ich kann es nicht beeinflussen. Ich versuche daran zu denken, alles wegzuschneiden, aber manchmal habe ich gar nicht die Zeit, um mir nochmal die ganze Folge anzuschauen und dann alles wegzuschneiden. Ah, da ist es schon, nämlich. Das ist unglaublich. Also es kommt anscheinend einmal pro Level, einmal Werbung. So, komm. Okay, was haben wir hier? Können wir irgendwie jetzt... Ach so, der geht jetzt automatisch runter. Ich kann ja schon mal ich kann doch schon mal wieder ein Loch machen, oder? Joa, machen wir einfach mal. So, hier rechts das Entchen mitnehmen. Kann es von mir aus da reinlaufen und erstmal da bleiben, ne? Dann geht's jetzt weiter, dann gehen wir am besten links rum. Safe is safe, weil da hätte ja auch ein Entchen sein können, ne? So. Oh, 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 guck mal hier. Guck mal, das reicht schon mal nicht. Guck mal, da habe ich schon mal nicht gut aufgepasst. Ah, da muss man auch Glück haben mit dem Wasser. Ah, ja, 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 ja. Oh, ich hoffe, wir kriegen genug Wasser am Ende an. Oh mein Gott, kann ich das einfach so nach rechts machen? Ich glaube ja, oder? Können wir das? So. Oh mein Gott, ja, das passt alles. Alles okay. Alles in Ordnung, Leute. Alles in Ordnung. Einmal wegmachen, bitte. So, das sammeln wir hier und dann müsste das nach links fließen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Haben wir irgendeine Ente vergessen? Ne, da ist schon mal eine. Können wir schon mal hingehen. So, und dann gehen wir mal nach rechts. Und rein in den Wasserhahn. Ah, wir haben es, glaube ich, geschafft. Haben wir es geschafft? Ich glaube, ja. Oh, die weiteren 6 Entchen. Sehr schön. So, nächstes Level haben wir souverän gemeistert. Dann gucken wir mal in Sekundenbruchteilentscheidung. Ah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Freunde. Swampy. Okay. Da müssen wir jetzt dementsprechend gut überlegen, wo wir hinfahren. Ich weiß gar nicht, ob wir hier, wenn wir jetzt hierher fahren mit dem Wasser und hier einen Teil hinlassen, ob wir dann überhaupt... Ja. Okay, das ganze Wasser geht verloren. Alles klar. Seht ihr, das meine ich nämlich. Das war nämlich meine Befürchtung, dass wir das irgendwie verlieren könnten. Ranzoomen können wir, glaube ich, nicht, oder? Ne, können wir nicht. Wir können nicht ranzoomen. Alles klar, dann müssen wir... Oh, ne, verdammt. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass genug Wasser nach links kommt. Nein, aber wir haben noch hier oben ein bisschen Wasser, ja? Wir haben noch ein bisschen oben Wasser gespart. Sehr gut, das war unsere zweite Ente. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir irgendwie nach rechts kommen. Das wird gar nicht so einfach. Wir können hier schon mal einen Weg graben. Und hier müssten wir eigentlich eher nach unten kommen, ja? Und hier haben wir auch nochmal Wasser. Wird das denn hier hinkommen? Warte mal, wenn wir hier quasi einen Weg graben, könnte das dann nach oben gehen oder wird das nach unten gehen?
Wahrscheinlich nicht, wenn das mit Speed runterkommen würde, ne? Hätte es vielleicht funktioniert. Wir können aber versuchen, jetzt mal die Ente echt mal zu schaffen. Schaffen wir die Ente? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen Glück haben. Jawohl, wir haben die Ente geschafft. Wasser ist auch noch rein. Und hier der Rest. Ja, sehr gut. Also ich bin da echt vorsichtig. Wir hatten mal keine Werbung. Was ein Glück. So, wir haben nur eine Herausforderung freigeschaltet. Herausforderungen bieten völlig neue Möglichkeiten, Level zu spielen. Die gesammelten Enden machen den Weg in neue Bereiche frei. Okay, weiter geht's. So, das war das dritte Level. Da haben wir aber nur 3 von 6. Moment. Ach so, auf den Kopf können wir auch noch spielen. Da haben wir jetzt noch ein paar Sachen freigeschaltet. Auf den Kopf. Ja komm, dann spielen wir doch mal auf den Kopf, wenn wir gerade schon dabei sind bei diesem Level. Und dann werden wir mal gucken, was das bringt auf den Kopf. Okay, jetzt kommt das Wasser andersrum raus. Vermute ich mal jetzt. Oder? Ach nee, Quatsch. Leute. Ich meine, auf dem Kopf wäre jetzt relativ einfach, wenn man einfach das Handy drehen würde, oder? So. Versuchen wir es mal ohne Handy drehen. Oh Gott, das ganze Wasser läuft schon da unten runter. Das war fehl. So, wir müssen einmal auf jeden Fall hier rum. Das muss nicht viel sein, aber ein bisschen Wasser müssen wir auf jeden Fall hier lassen. So, ich glaube, das reicht für die kleine Ente. Das ist immer so eine Sache. Reicht das? Ja, guck mal, da haben wir noch sehr viel Wasser verschwendet. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Rest des Wassers es dahin schafft. Ja? Schafft es dahin? Wir müssen auch noch einen Teil machen. Oh mein Gott, ich hab so Schiss, dass das nicht gut geht, ne? Schaffen wir das? Wow! Okay, nice. Puh. Doch noch geschafft, die restlichen 3 Enden zu schaffen. Aber ich meine, ihr am Handy, ihr könnt natürlich das Handy einfach drehen. Und ich kann nicht mal eben einfach meinen Bildschirm drehen. Das funktioniert leider nicht. So, wir haben 15 Enten gesammelt. Schleusentor ist das nächste Tor. Nächste Tor auch, ja, aber nächstes Level. So, was haben wir denn hier? Leite Wasser zum Swampy. Okay, was sind das für Geräte hier? Müssen wir erstmal ausprobieren. Aha, und jetzt? Ach so, okay. Alles klar, also das Ding quasi schaltet das Wasser, das Gerät frei hier. Und dann geht das Ding zurück, okay. Müssen wir noch hoffen, dass jetzt hier ein bisschen genug Wasser reinfließt. Schafft das Wasser dahin? Und jetzt hier rein, Wasserchen. Ja, komm. Guck mal hier. Oh Gott, wie kriegen wir dann das Wasser hier rechts rein? Da müssen wir irgendwie Glück haben, glaube ich. Ja, das war so gut, ey. Wir sind gut, Leute. Wir sind einfach nur gut. Wir sind einfach nur wirklich gut. Haha. So. Easy. Weiter geht es. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass wir jetzt schon wieder nicht so viel Werbung hatten. Was ist das denn für Männchen? Neues Entchenkostüm freigeschalten. Was ist das denn zum Teufel? Dafür brauchen wir 18. Okay, das Tor haben wir locker wegbekommen. Du hast ein Tor freigeschaltet. Gut gemacht. Du bekommst Sauger-Power-Ups. Okay, keine Ahnung, was die bringen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was die mir bringen, diese Sauger-Power-Ups. So, wir haben hier aber auf jeden Fall nochmal das Problem hier. Vermeiden. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da haben für eine Herausforderung. Herausforderung vermeiden. Okay. Also die Enten darf ich nicht. Okay, ist doch gar kein Problem. Also hier machen wir erstmal ein bisschen auf. Dann machen wir hier ein bisschen Wasser auf. Oh, da müssen wir ein bisschen reinlassen. Oh. Oh Gott, das klappt. Das klappt sogar, ich gehe kaputt. Meine Güte. Puh, das war aber sehr eng. Sehr, sehr eng. Aber wir haben es geschafft. 3 Entchen. Sehr schön. Wieder für unsere Sammlung. Das gefällt mir. So, Freunde. Swampy. Ach, Teile und Herrsche ist jetzt das 5. Level. Wie viele Level gibt es da überhaupt? Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Level es da gibt. Ich vermute mal wieder Hunderte. Keine Ahnung.
Aber hier machen wir erstmal einen Break. Wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise dieses neue Let's Play, hinterlasst einen Daumen, bewertet die Folge, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet und eventuell auch, welche anderen Handy-Games ich spielen soll oder auch andere Spiele. Nicht nur mehr Handy-Games, einfach alles, was es für PC gibt. Für PlayStation 4 ist es eher nicht so mein Fall, weil ich am einfachsten am PC aufnehme. Und deswegen einfach in die Kommentare schreiben, Freunde. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für die Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Bei Wo ist mein Wasser? Zu Risiken und Nebenwirkungen auf diesem Kanal lesen Sie die Videobeschreibung und fragen Sie Jopik oder Cortana.